Hallo Leute, hier ist wieder euer Mustang GT. Ich habe heute mal eine kleine Überraschung, und zwar habe ich mir heute ganz spontan ein neues Handy gekauft. Beziehungsweise nicht irgendein Handy, sondern ein iPhone. Das ist ein iPhone 6 Plus. Das hat... Oh, so rum. Muss ich mal anders einfangen. 64 Gigabyte. Einen Moment. Also, wie gesagt, ein iPhone. Hier an der Seite steht auch nochmal iPhone. Genau. Das hatte ich mir heute gekauft und wollte euch das heute mal vorstellen, weil ich demnächst dann hiermit Videos mache. Das ist auch schon eingerichtet worden heute und ist somit auch schon an. Genau. Hier mal die Rückseite. Das ist so ein, ja, weiß-grau. Genau. Wir legen das jetzt erstmal noch weg. Komme ich gleich nochmal zu. Dann, na gut, das brauchen wir alles nicht. Dann das SIM-Eject-Tool, so heißt es. Dann Garantieinformationen und so weiter. Also hier dann nochmal iPhone 6 Plus. Und natürlich die obligatorischen Apple-Sticker. Wieso? Genau. Das mal alles hier weg. So. Dann gibt es hier noch die In-Ear-Kopfhörer, die bringen mir jetzt nicht so viel. Die werde ich an Weihnachten auch verschenken. Genau. Und das Ladekabel habe ich schon kommt. Das will nicht fokussieren. Doch jetzt. Das hier ist ein Lightning Kabel, was dann hier reinkommt. Also hierbei ist egal, wie rum man das steckt. Man kann das so von der Seite oder halt andersrum, also es ist egal. Genau. Genau. Das lege ich mal gerade alles zur Seite. So, dann kommen wir mal zu dem iPhone. Also, wie gesagt, 64 GB. Und ja, an sich eigentlich schon ein cooles iPhone, weil ich hatte noch nie eins und bin dadurch auch echt sehr, wie soll man sagen, aufgeregt gewesen,
dass ich heute eins bekomme. Wie gesagt, es war eigentlich relativ spontan. Ich hatte eigentlich erst überlegt, eine Xbox zu kaufen, beziehungsweise eine PS4. War ich mir aber dann nicht so sicher und dann habe ich mir gesagt, oh, ich brauche ja eigentlich ein neues Handy für YouTube. Und genau, das habe ich dann jetzt hiermit. Hiermit kann ich 4K-Videos machen. Das kann aber noch ein bisschen dauern, weil ich muss erstmal herausfinden, wie das alles so funktioniert. Genau, jetzt kommen wir mal noch so ein bisschen zum Interface, hätte ich bald gesagt. Dafür entsperre ich das jetzt gerade mal. So, mache ich mal gerade das Display noch etwas heller. So. Ja, so. Genau. Ja, das ist typisch Apple halt. Die Seite da. Ich kann euch da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil, wie gesagt, ich habe das jetzt auch erst relativ kurz, seit heute halt. Und ja, ich habe mir schon ein paar Spiele installiert, auch wieder Leitstelle, was ihr ja von meinen anderen Videos kennt. Facebook, Instagram, so Sachen halt. Genau, WhatsApp habe ich auch. Und ja, genau. Das wollte ich euch halt heute gezeigt haben. Und würde dann sagen, dass wir uns dann bald wieder hören, sehen, hören, whatever, keine Ahnung. Genau. Und hiermit will ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Tschüss. Also, ich wollte noch mal kurz was sagen. Und zwar, das Video könnte vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, langatmig sein. Aber ihr müsst mich verstehen, ich bin total gehypt gewesen, also aufgeregt bis hinten gegen, weil, wie gesagt, also wie ich auch schon im Video gesagt habe, ich hatte noch nie ein iPhone. Ich kannte das immer nur von meinem Vater und von meiner großen Schwester. Und ich bin jetzt auch relativ froh, dass ich auch mal eins habe, muss man wirklich so sagen. Und ich werde jetzt einfach mal gucken, was die Langzeittestung, oder beziehungsweise es ist ja keine Testung, aber was die Langzeitarbeit mit meinem neuen Handy so bringen wird. Ich denke mal, dass ihr eine Veränderung merken wird, anhand schon von der Videoqualität. Ich werde jetzt in ein paar Tagen oder schon heute um 12, 13 Uhr werde ich mal so kleine Tests machen. Und ja, genau. Und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video, was ich dann aufnehmen werde. Beziehungsweise will ich euch auch nochmal eine kurze Information geben. Ich habe mir nochmal ein paar Gedanken gemacht und werde versuchen, mit meinem neuen Handy dann auch mal Gaming-Videos über meine Xbox zu machen. Das werde ich mit Hilfe dieses dieser Selfie-Stange machen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Ich muss mir da mal noch was einfallen lassen. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es wird auf jeden Fall, was ich jetzt schon mal bekannt geben kann, GTA geben. Das ist mir relativ wichtig auch. Vielleicht auch mal Call of Duty Black Ops 2, nicht Black Ops 3. Und ja, wie gesagt, lasst euch überraschen. Und wenn ihr Freunde,
Familienmitglieder oder so habt und die auch gerne mal bei mir gucken wollen auf meinem Kanal, könnt ihr mich abonnieren, mir ein Like da lassen und vielleicht in die Kommentare schreiben, was euch so nicht passt oder ob ihr Fragen habt oder was auch immer. Ich antworte auf jeden Fall und sage hier auch nochmal Tschüss. Bis demnächst.